Heute möchte ich euch ein Video zeigen über das Liquid Glass von Tree Art. Und zwar rede ich dazu, weil ich es auf Englisch in YouTube sehr häufig schon gesehen habe, aber nicht auf Deutsch, nur auf Englisch. Und ich habe das jetzt ein paar Tage probiert und habe da wirklich schöne Ergebnisse. Das zum Beispiel, es ist nicht dasselbe wie Resin. Ja? Also ich zeige euch mal ein Bild mit Resin im Vergleich. Ja, also das ist schon ein Unterschied. Aber in Anbetracht dessen, dass Resin schon eine etwas mühsamere Sache sein kann, ja, die Profis haben kein Problem damit, ich teilweise, aber das bezieht sich eher auf auf die Nacharbeiten. Also ich habe kein Problem damit, das Resin aufzutragen, eine Maske zu tragen, dabei Handschuhe ist kein Problem. Mein großes Problem ist eher danach. Du hast dann oft, man sitzt da, ich weiß nicht, ob man es in der Kamera erfassen kann, da hast du kleine Staubhärchen, irgendwelche Sachen, egal ob ich es abdecke oder nicht, ich habe es immer drinnen. Ich habe 4 Hunde, ich kann es nicht, ich kann es, es ist einfach da. Und es ist da zum Beispiel, das ist eine raue Stelle. Man sieht es jetzt so nicht von der Weite, es wird niemand sehen. Es gefällt mir trotzdem, es ist ganz egal, aber bei dem Liquid Glass ist auch was drinnen, aber es stört nicht. Ja, also es stört gar nicht. Du musst da nichts schleifen oder irgendetwas. Da kann man zum Beispiel ganz gut vergleichen. Da habe ich nur eine Schicht Liquid Glass draufgegeben auf dieses Pinke. Und deshalb sieht man noch ein bisschen Struktur, so reliefartig. Ja, das stört mich auch nicht. Ich könnte jetzt nochmal 2 Schichten draufgeben. Ich glaube, bis zu 3 Schichten ist es Firma Tree Art ist es okay, ja, ohne dass man sich etwas zerstört. Aber ich finde es ganz schön. Da siehst du nichts mehr, da siehst du ein bisschen noch. Ja. So, dann habe ich auf einem meiner Videos diese beiden auch damit. Mir reicht das so. Ich kann, vielleicht gehe ich bei dem da nochmal drüber, weil du siehst da in der Mitte, weil es waren keine Keile dabei, was ich nicht sehr prickelnd finde. Moment, das war jetzt irgendwie klar. Meine Hundesekunde. Bin wieder da. Ich habe geglaubt, dass die Hunde bellen, weil die Post kommt. So, ja, also in der Mitte hat sich es ein bisschen abgesenkt und da ist es ganz glatt, also spiegelglatt. Da, wo es in die Mitte zusammengeronnen ist, sieht man dann natürlich ein bisschen die Struktur von der Leinwand. Mich persönlich stört das gar nicht. Ich könnte jetzt aber auch, wenn ich möchte, wie bei Resin üblich, mit einem Gafferband das Ganze abkleben rundherum, so wie ich es hier schon vorbereitet habe. Ja? Und eine Wanne bilden, dass das überall gleich hoch ist. Ist jetzt Geschmackssache, ja. Kann man machen, muss man nicht machen, mache ich vielleicht noch. So, Verzeihung. Ein großes Bild habe ich auch gemacht. Das ist dieses hier. Da haben wir dasselbe Problem. Die Keile sind gut und schön, aber haben nicht ihre Arbeit getan. Das heißt, es hängt auch wieder ein bisschen hinein, ja. Aber ich finde, das Ergebnis ist extrem schön. Also für mich ist das perfekt. Mehr brauche ich nicht. Glänzt und schaut wirklich toll aus. Ich hoffe, ihr seht es gut. Ich weiß jetzt nicht, wie die Perspektive ist, aber ich denke schon. Auch hier könnte ich natürlich noch 1, 2 Schichten machen. Für mich reicht das aber. So, und wenn wir schon davon reden, hinten abgeklebt, das ist noch vom Malen.
Das habe ich gleich einmal so gelassen. Ja, das sind alte Leinwände. Alles abgeklebt. Ich würde sagen, also mit einem normalen Kreppband mache ich das. Und das andere ist ein Gafferband. Das verwende ich auch beim Resin. Diese Art habe ich noch nicht gemacht mit dem Liquid Glass. Das heißt, das ist jetzt eine Premiere. Schauen wir mal, wie sie das kann und ob sie das kann. Das sind jetzt alles Bilder, die für mich sind. Ich trage da auch Handschuhe, weil sich herausgestellt hat, ich bin eigentlich keine Handschuhliebhaberin, aber es hat sich herausgestellt, dass das sehr pickt und klebt. Und ich habe dann mit Aceton das Ganze runtergetan. So, wir werden aber das drunter da entfernen. So, ganz einfach reinschütten. Mal eine Menge, wo ich glaube, dass das ist, und dann pure ich das einfach in die Ecken. So, sieht man ganz gut. Jetzt lässt er sich wieder in die Mitte laufen. Kann man, glaube ich, noch ein bisschen was. So, schön verteilen. Bei mir im Zimmer ist es sehr warm. Wenn es etwas, also bei mir ist es wirklich sehr warm. Also ich habe da Temperaturen im Keller. Mir ist sehr heiß. Ja, aber das liegt, ich mache das für die Bilder, weil ich drauf gekommen bin, dass die Blooms zum Beispiel, auch der Max Meyer mag das sehr gern warm, aber die Blooms, meine Mischung für die Shelly Art, mag es sehr warm. Mir sind vorher alle Bilder gerissen, ich habe abgedeckt, ich habe Zugluft, alles, was man mir geraten hat, habe ich alles verhindert, hat nichts gebracht. Daher mache ich jetzt so, bei mir ist alles zu. Ich lege die Bilder ganz normal auf meine Gitter, die ich eh schon teilweise hergezeigt habe, die Trocknungsgitter, die ich habe, die übrigens vom IKEA sind. Das sind IKEA-Pax-Laden aus Gitter. Ich hatte früher einen riesengroßen Kastenraum, Schrankraum mit IKEA-Kästen drinnen, und die brauche ich jetzt nicht mehr, weil ich jetzt einen anderen Kastenraum habe. Und deshalb habe ich die verwendet und die sind eigentlich perfekt für mich. Da lege ich die drauf, decke nichts ab, mache gar nichts und sie trocknen perfekt. Das ist aber erst seit ich so ein hätte. Davor war es ihnen einfach zu kalt. So, ob da jetzt Blasen sind oder nicht, kann ich gar nicht sagen. Ich sehe kein Haar, ich sehe gar nichts. Ja, und so lasse ich das jetzt einmal eine Stunde, würde ich sagen. So habe ich es nämlich noch nicht gemacht. Ja. Eine Stunde, und dann werde ich mir das anschauen. Ich werde euch dann das fertige Bild zeigen. So, das legen wir jetzt einmal auf die Seite. Jetzt mache ich das. Das mache ich jetzt ganz normal. Man sieht wieder, es war wieder mal kein, das ist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es nervt mich unheimlich. Ich bestelle Leinwände. Es kommt leider Gottes öfter vor, bei einer gewissen Firma. Und es sind keine Keile dabei. Viele Leute glauben, dass man die Keile nicht braucht bei einem kleinen Bild. Blödsinn. Man braucht sie bei einem kleinen Bild, wie man sieht. Ja? Das Bild kann ich natürlich jetzt, ja, müsste ich schauen, ob ich irgendwo Keile habe, die reinpassen. Oder muss mir welche schnitzen. Oder es gehört mir und geht auf keinen Fall zu jemand anderen, weil ich es so nicht verkaufen würde. So, schauen wir mal. Es wird sich da wieder sammeln, stört mich aber in dem Fall nicht. Wir puren das wieder einfach drüber. So, ich mache das immer so, dass es zuerst einmal bei allen Ecken ankommt. So, sieht man das gut? Ich weiß es nicht, ich hoffe es doch. So. Jetzt kommt das einmal da auch bei den Ecken an. Da ist es halt dann wirklich so, wie ich es da gemacht habe, auch bei diesen Bildern, ist es halt wirklich kein Vergleich zu Resin. Es ist traumschön, finde ich. Ja? Es hat einen unheimlichen Glanz. Du hast keine Pinselstriche, keine irgendwelchen, ja, darin zu bilden, das ist mir egal. Ja? Man muss halt immer wissen, was stellt man sich vor. Das überziehe ich jetzt eben auch so.
So, und da einfach. So. Dass alle Stellen bedeckt sind. Es ist aber auch nicht heikel, wenn nicht alle Stellen bedeckt sind, bin ich drauf gekommen. Beim zweiten Guss kann man das ganz schön spurlos ausbessern. So. Es rinnt. Dadurch, dass es so warm ist, rinnt es bei mir recht schön. Wenn es genau darf, das wollte ich vorher hinaus. Wenn es bei euch nicht so warm ist wie bei mir, dann kann man das auch verdünnen. Bitte auf der in Google eingeben, Tree Art Liquid Glass, wie man das handhabt, dann mit Wasser. Da möchte ich jetzt nichts sagen, weil ich es nicht gemacht habe noch. Ja. So, ja. Schauen wir mal, ob wir alles erwischt haben. Schaut gut aus. So, aufgrund der Tatsache, dass ich unten abgeklebt habe, ist es auch ganz egal. Bei einem habe ich nicht abgeklebt, da habe ich unten so, ja, nicht ganz so schöne, ich weiß das Wort auf Hochdeutsch nicht, ich sage immer Wackerl. Ja, so Glasaugerl unten. Mich stört es nicht, weil es für mich ein Bild ist, also ist mir das eigentlich egal. Da ich aber nicht alle für mich verwende, sondern auch manche Bilder verkaufe, klebe ich das dann unten ab. Zieh das weg, geht ganz schön, habe ich bei dem, glaube ich, gemacht. Ja. Und, hoppala, funktioniert ganz super schön. Kein Rückstand mehr. Jetzt ruinieren wir es gerade. So, jetzt mische ich gleich wieder ab, dass da ja nichts ist. So. Ich weiß nicht, ob es notwendig ist, dass ich noch eins mache. Es ist wirklich ganz, ganz eine einfache Sache. Ja? Entweder eben eine Wanne bauen, ja? Dann hat man wirklich gleich eine schöne ebene Fläche. Es ist self-leveling, also es glättet sich selbst. Man muss immer ein bisschen schauen, gibt es Luftblasen, gehe ich drüber. Da es ja ein Pouring-Medium ist, brauche ich mir gar nichts denken. Ich mache das auch beim Liquitex zum Beispiel oder bei einem anderen Varnish, dass ich die Luftblasen raushole. Ich kann dann da jetzt auch noch ganz genau schauen, ist irgendein Staubflankerl, da ist noch Staubflankerl. So. Und jetzt warte ich einfach, bis es trocken ist. Dazu lege ich es aber jetzt einmal woanders hin. Ich komme sofort retour. Weil ich mache noch eins mit euch gemeinsam. Welches machen wir? Dieses wieder abgeklebt. Da sieht man ein paar Unschönheiten im Lack. Ist mir egal, ist mein Bild. So. Wieder. Ich halte auch die Flasche recht nah zum Untergrund, dass ich von Haus aus schon Luftblasen vermeide. Das mache ich bei Mäusen, das mache ich bei jedem Lack. So wieder jeder Ecke zur nächsten Ecke, dass ich gleich einmal eine schöne Oberfläche habe. So. Und jetzt verteilen wir es. Ich gehe jetzt von dieser Ecke der dicken Haare. Also ich habe die Hunde wirklich überall. Es ist ganz egal, was ich mache. Ich bräuchte einen Reinraum. So. Man hat ein bisschen einen Verschleiß. Aber es ist und bleibt ein Pulling-Medium. Und so sehe ich das Ganze auch. So. Schön an den Seiten verteilt. Es rinnt nicht zu schnell, nicht zu langsam. Es ist für mich super. Die Hunde flippen aus, weil es die Post läutet gerade. Ich hoffe, dass meine Tochter hingeht.
Schauen wir noch. Keine Blasen. Da. Also, das tut man einfach mit einem Staberl weg. Wobei es ist ja abgeklebt, folgedessen sind die egal. Ja, also das war's. Liquid Glass, wie gesagt, ich finde, es ist wunderschön. Mir gefällt es sehr gut. Der Vergleich nochmal. Wie gesagt, ich könnte da jetzt noch eine Schicht drauf geben. Dann habe ich hier wahrscheinlich ziemlich dasselbe Ergebnis. Das machen wir jetzt ganz einfach. War zwar nicht so geplant, aber das mich selbst sehr interessiert. Ich habe schon eine zweite Flasche bestellt, weil ich das sicher sehr häufig jetzt verwenden werde. Mich wundert eigentlich, dass das nicht mehr Leute verwenden. Oder zumindest weiß ich es nicht. Also gerade für so Dinge. Wie Shelly Art finde ich das eine super Alternative. Ja. Weil so ungiftig ist ja Epoxid nicht, wie wir wissen. Also du brauchst da wirklich schon eine echte Atemschutzmaske. Nicht einen normalen Mundschutz, sondern du brauchst wirklich einen Atemschutz. Mit einem Ventil. Ich verwende eine FFP3-Maske. Die habe ich, weil ich vom Nageldesign noch diese Masken habe. Und ja. Also ich möchte nicht wissen, wenn ich das öfter ohne Maske machen würde, wie meine Lungen dann reagieren, weil meine Lungen sowieso schon geschädigt sind vom Nägel machen, von dem Staub, weil ich sehr lange ohne Maske gearbeitet habe. Immer wieder ohne Maske. Das ist die Hexerei. Ja, wie gesagt, in 4 Stunden ist das Ganze dann so trocken, bei mir ein bisschen schneller, weil es so warm ist. In 4 Stunden ist das Ganze so trocken, dass ich es angreifen kann. Ja, und am nächsten Tag ist es trocken. Also bei mir, wie gesagt, im Keller ist es wirklich sehr warm. Ich könnte da im Bikini stehen. aber ja, du kannst es dann komplett angreifen. Also ich kann es aufhängen, ich kann es angreifen. Es steht in Google auf der Website von TreeArt, dass es dann 24 Stunden zum kompletten Durchhärten braucht. Das ist aber auch in Ordnung. Aber du kannst es definitiv angreifen und aufhängen. Ist alles erprobt, habe ich jetzt getestet die letzten Tage. Ja, wie gesagt, ich bin begeistert für alle, die sich nicht so unbedingt wohlfühlen mit Resin, beziehungsweise nicht schleifen wollen. Das letzte war eine Odyssee, aber ich möchte davon nicht sprechen. Es war nicht lustig. Das ganze Geschleife, Nassschleifen, Maske, bliblablub, das ersparst du dir alles, wenn du das verwendest. Gezahlt habe ich, ich müsste jetzt lügen. Ich habe jetzt bei der zweiten Flasche, also ich habe einen Liter gekauft
Das zweite Mal auch einen Liter. Ich verlinke in der Infobox die Seite, wo ich es gekauft habe, weil es ist fast nirgends zu bekommen. Es ist furchtbar. Ich habe eine Seite gefunden, wo ich es bekomme, sonst nicht. In Amazon nicht. Ja, eine Seite. Und mir kommt es ziemlich günstig vor. Ich bilde mir ein, ich habe ohne Versand 30 € für einen Liter gezahlt. Ich habe da jetzt schon wirklich sehr viele Bilder gemacht damit. Also das Große, dann ein paar kleine. Ich habe wirklich einiges gemacht damit und jetzt eben alles das und habe noch immer genug. Ja, also es ist auch günstiger als Resin, das ist definitiv so. Du brauchst nichts mischen, du musst nicht aufpassen, du hast nicht diese Ansammlung von Luftblasen, die ich ja bei meinem MacBook sieht, das ich verwende, gar nicht habe. Ja, aber ich weiß, dass viele zu kämpfen haben mit den Luftblasen oder mit irgendwelchen anderen Kleinigkeiten. Und wie gesagt, da sparst du dir hier alles und du hast trotzdem einen Tip-Top-Glanz. Du brauchst nicht mit Liquitex Gloss 5 verschiedene Schichten gießen oder pinseln. Ich lege das nur schnell rüber. Hast keine Pinselstriche, es riecht nicht gut, aber Resin, wenn man ein Resin zu Hause hat, das nicht gut riecht, ist dasselbe Problem. Ja, also von mir ist es eine klare Empfehlung. Ich kann gar nichts sagen. Ich bin jetzt vielleicht aber auch nicht so anspruchsvoll wie manch anderer, dass ich sage, das muss spiegeln und das muss, ja, das ist, ich bin äußerst zufrieden und ich werde das sicher bei sehr vielen Bildern und Objekten. Ich mache auch kleine Döschen, jetzt nichts Aufregendes, aber auch da vielleicht einmal ausprobieren und es verwenden. Also ich kann es empfehlen. Ich verlinke euch das in der Infobox für die, die noch nicht wissen, wo sie es bekommen. Ja, und ich hoffe, das Video hat euch gefallen, hat euch geholfen ein bisschen. Alle haben verstanden, was ich sagen wollte. Ja, da habe ich gepatzt. Und wie gesagt, könnt mir jederzeit Fragen stellen. Ich bin immer da, helfe immer gerne. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ich bin zurück. Es ist jetzt circa eine Stunde später. Und jetzt schauen wir mal, keine Ahnung, wie ich das jetzt mache, wie wir das da entfernen. Tü-tü-tü. Am besten man schneidet es ein, weil das Gafferband ist ja sehr praktisch, das lässt sich ja reißen. Es hat auch ein bisschen gedauert, bis ich da drauf gekommen bin. Reingefallen, das ist ja wieder Klassiker. Das habe ich nämlich bei der Olga Sobi gesehen. Die hat das auch so gemacht. Ob das so die prickelnde Idee ist, sehen wir gleich. Ah, ich habe da nämlich Bilder am Rand picken. Das begeistert mich jetzt nicht so. Aber gut, es ist mein Bild. Das würde ich jetzt bei einem verkauften Bild nicht empfehlen. Vielleicht. Weil das Gafferband ist schon, es klebt schon sehr stark. So, wenn mir da jetzt nicht etwas hineingefallen wäre und das Gafferband nicht so stark kleben würde,
Also das empfehle ich nicht, diese Art und Weise. Gefällt mir gar nicht. Du reißt dir da Farbe runter. In dem Fall ist es egal, ich klebe es in einen Rahmen rein. Das heißt, man sieht das dann nicht. Das blenden wir jetzt einmal aus. Aber grundsätzlich hat das gut funktioniert. Jetzt klebt das an den Füßen, weil ich sie nämlich nicht gereinigt habe vorher. Das ist aber auch, das ist also typisch ich. So. Und das ist jetzt sehr schön. Also das blenden wir aus. Da habe ich gepfuscht. Also eigentlich, ja. Aber grundsätzlich ist es sehr schön. Ja, und in 4 Stunden kannst du da einfach draufgreifen. Ja. Da sieht man, ist die Farbe runtergegangen. Also würde ich nicht machen. Olga Sobe hat es gemacht. Wie sie das gemacht hat oder ob sie da auch dann Fehler im Bild hat, weiß ich nicht. Ich mache das sicher nicht bei einem Bild, das ich verkaufe. Aber grundsätzlich nicht schlecht. Ne? Schön glasklar. Also da, das kann man dann schon vergleichen, finde ich, mit Resin, ja, wenn man so eine dicke Schicht macht. Ich müsste da jetzt wirklich noch probieren, ob es vielleicht mit einem normalen Kreppband auch geht. Weil das sollte dann vielleicht die Farbe nicht runternehmen an den Seiten. Weil das gefällt mir da jetzt nicht. Da habe ich auch ein bisschen was, stört mich. Ja, aber grundsätzlich das Ergebnis oben ist ein schönes glattes. Und dann hole ich jetzt eines her. Das lege ich jetzt zum Trocknen da mal hin. Ich hoffe, ihr hört es mich noch. So, 1 Stunde später. Ja, dieses Muster, es ist noch nicht ganz glasklar. Es dauert noch ein bisschen. Aber wenn ich so schaue, ich sehe jetzt dieses Muster, das vorher durchgedrückt war, nicht mehr. Ja, also, es ist noch ein bisschen milchig. Es wird dann aber komplett glasklar. Ja, also das ist das Ergebnis nach 1 Stunde. Schauen wir mal das andere an. Nehme ich gleich beide mit. Es gibt natürlich jetzt beides noch. Ja. Da ist ein Haar drinnen. Das sehe ich jetzt. Aber das ignorieren wir. So, das sind die Ergebnisse. Ich finde sie wunderschön. Vor allem keine Pinselstriche. So, aber jetzt endgültig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch solche Videos in dieser Form gut gefallen, sagt mir das bitte in der Infobox, sage ich Ihnen. In den Kommentaren, dann kann ich sowas öfter machen, so Vergleichsvideos von gewissen Farben, gewissen Boring-Mediums, Lacken, wie auch immer. Mache ich sehr gerne, muss nur wissen, ob das gewünscht ist von euch, gell? Ich wünsche euch einen schönen Tag, passt auf euch auf. Tschüss.